Bird Machine. Check. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's euer Plättivy und begrüße euch zu einer weiteren Folge von Minecraft Christmas 5 zusammen mit dem Fluffix. Aui. Hi. Hat man mich gehört? Ja, hört man. Okay, weil ich weiß nicht, irgendwie, meine Begrüßung ist irgendwie immer weg. Ja. So. Weil du gemacht hast, Software. Ich ja, bin ja genau. Auf der, wir steigen in die letzte Folgen ein. Ich bin da bei der. Auf der Wikipedia-Seite von der Wii und dann gibt es eine Unterordnung, da steht Software und der hat da was Interessantes gefunden. Da steht, kurz nachdem die Wii gelauncht worden ist, hat Nintendo nur so ein paar Channels hinzugefügt. Das ist ja im Hauptmenü, haben sie ja diese Channels, haben sie das aufgebaut. Genau, perfekt erklärt. Und da hat halt Nintendo da ein paar so hinzugefügt. Wie zum Beispiel den Internet-Channel, was einfach nur eine modifizierte Version vom Opera-Webbrowser ist. Und der unterstützt einfach USB-Keyboard, also Tastatur, und den Adobe Flash Player. Bitte was? Warte. Das bedeutet, wenn du auf der Wii was eingegeben hast. Du hast einfach Flash spielen können auf der Wii. Du hast mit deinem Opera gesucht. Das wundert mich noch mehr. Ja. Wir benutzen aktuell Opera GX. Ey, die Wii einfach die krasseste Konsole, die es je gegeben hat. Das haben wir zwar immer schon gewusst. Ja, Daniel listen. Also, natürlich die Wii 001 war die beste Konsolen. Also alle anderen. Also wirklich jetzt. Ist das lustig, dass da einfach so eine harten Unterschiede gibt und dann noch. Oh, what the fuck. Ja, man sieht immer mehr, dass die Wii einfach eine geile Konsolen war. Ja. Doch was für Software, also Spiele, hat die Wii eigentlich gehabt? Wir haben ja schon ein paar in der ersten Folgen aufgezählt, aber du machst jetzt eine Listen auf. Oh, na, also was jetzt? Warte, ich will nur noch das da durchlesen. Doch, du machst da Listen auf mit allen Spielen der Wii. Und die können sagen, ja oder na. Weil ich hab's jetzt auch warte mal, ich will mal das noch, das hört sich interessant an. Ja, ja. Auf jeden Fall, da weil du es schaust, kann ich. Halt ah, sagen, ja, ja, okay, man hat den DS zu Wii verbinden können. Lol, echt? Ja, und dann hast du den als Controller verwenden können. Und da ist unterstützt Pokémon Battle Revolution. Aha. Bei Pokémon Battle Revolution kannst du ihn als Controller verwenden, wenn du Diamond oder Pearl hast auf dem DS. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Lol. Okay. Also. Und Final Fantasy, ja. Crystal Chronicles Echoes of Time, was es auf dem DS und auf der Wii gibt, kannst du irgendwas zusammen machen. Okay. Ja, ich bin ehrlich, ich habe nicht damit gewusst, dass man den DS mit der Wii verbinden kann. Ich wusste, dass du den 3DS bei der Wii U verbinden kannst. Ja, das habe ich gewusst. Genau. Genau, deswegen, das habe ich gewusst, aber dass das mit dem DS und der Wii schon gegangen ist, das wundert mich gerade. Ja. Ja. Aber zum Beispiel, was hat Nintendo mit der Wii eingefügt? Die Wii hat vieler Meinungen nach den komischsten Controller der Welt. Und zwar die Wii-Fernbedienung. In schwarz hab ich sie. Ich hab sie auch in weiß. Und in gold. Danke für die Pointe, Clown. Hihi, kannst du wegschneiden und jetzt sagen. Nein, passt schon. In gold. Genau, das ist mein Schatzi, das ist meine, das ist einfach, die habe ich ja irgendwie, das war ein geiler Tag, an dem ich sie gekriegt habe. Und ja, damit, durch die Wii-Fernbedienungen, hat Nintendo Motion-Steuerung in Spiele einfließen lassen. Und neben deinem ach du Scheiße. Hallo, was ist Blöcke? Ich sammle sie zur Hälfte schon ein. Und neben der Motion-Steuerung gab es noch etwas.
was sie eingeführt haben mit der Wii. Und zwar so spezielle Charaktere, die was es bis heute immer noch gibt. Genau, die Mies. Und in, also Wii und 3DS Ära waren sie schon groß, die Mies. Wii U geht so und in der Switch werden sie halt so gut. Ich glaube, die Switch ist die letzte Konsole mit den Mies. Ja, du hast bei Switch Sports schon gemerkt, dass die schon probiert haben, die abzulösen. So ein bisschen. Klar, man kann immer noch mit denen spielen. Oh, die verdrängen sie gerade so langsam. Ja, genau. Und ist halt short, weil die Mies waren echt ikonisch. Ja. Es gab bis dahin noch nur mehr einen Hersteller, der was so eigene Charaktere probiert hat. Xbox? Richtig. Aber das ist so... weird, cool. Ja, die haben's probiert zu realistisch zu machen, finde ich. Genau, zu realistisch. Die Mies sind schon im Cartoony-Style, aber die Avatare auf der 360 sind sehr komisch. Dein Ernst? Ja, du bist jetzt mein Mülleimer. Okay. Ja, bei mir leckt's eher ein bisschen, deswegen schau mal dir halt zu. Ja. LOL! Ja. Okay, funny. Das war jetzt echt funny. Hallo. Er braucht einen Namen. Voll Damage. Damagey. Gibt's irgendeinen Namen, irgendwas mit Fall? Name mit Ford. Oh na, warte. Das war jetzt echt lustig. Harrison Fall. Du hast genau meine Gedanken gelesen. Ja, gut. Ja. Weiter im Talk. Boah, wie kann man das geil sagen? Warum du sagen wirst? Also Kinder, die was vor uns geboren sind, beziehungsweise so wie Domtendo und die haben mir, wenn eine Geburtstagsparty waren und sie zocken haben dürfen, Mario Party gespielt. Oder ja. Mario Kart. Mhm. Bei uns... War schon auch Mario Kart, ja. Ja, aber neben Mario Kart... Ich bin in die Höhle gefallen. Waren noch zwei andere Spiele. NSMB Wii und Wii Sports, beziehungsweise, was wir mehr gespielt haben, Bowling war Wii Sports Resort. Und das ist halt so viel Nostalgie für uns mittlerweile. NSMB Wii und immer gegenseitig anschreien, lauf doch mit! Ah! Ich hab vor, nächstes Jahr wieder einen Stream zum Geburtstag machen, gell? Und nächstes Jahr machen wir ihm aber echt so, wir spielen nur Klassiker. Wir spielen kein Super Smash Bros. Ultimate. Wir müssen... Was? Runde Adida. Ja, wir spielen Smash Bros. Brawl. Und entweder spielen alle Meta Knight oder niemand, weil sonst ist es unfair. Wir machen mal eine Meta Knight Runde, okay? Eine machen wir. Ja, was? Aber es ist halt echt, also... Ich weiß, für viele anderen, zum Beispiel guter Laune-Typ. Sein Lieblingskonsolen ist der Super Nintendo, weil er genau in der Zeit aufgewachsen ist, gell? Ja, es ist natürlich fast immer die Konsolen dann, weil man aufgewachsen ist, so. Klar, aber ich finde, die Wii ist noch ein Ticken speziell, aber ich weiß nicht warum. Weißt du, weil, vor allem wenn wir jetzt von der Wii 001 reden. Die ist halt auch nur gut. Ist ja jetzt wurscht, über welche Wii. Nein, das ist ganz wichtig. Wir reden mal Wii allgemein. So, jetzt kannst du gar nichts mehr dazu sagen. So.
Also allgemein war es jetzt nicht, was ich von der Konsole heißt. Ist ja egal. Aber auf jeden Fall, was ich halt finde bei der Wii, die hat schon gute Spiele gehabt. Und ich getrau mich zu sagen, ich hab die geilsten daheim. Ja, das ja. Und man merkt es mittlerweile bei Nintendo, Werni. Neben. Was, Werni? Ah, Werni, ja. Ach so. Okay, ja. Man merkt schon, finde ich. Im Gegensatz zu der Wii U-Zeit, wo Nintendo halt echt immer probiert hat, immer neue Spiele rauszubringen. Die Switch hat nicht so viele Exklusivtitel. Ja. Was haben wir denn als Exklusivtitel? Die ganzen Pokémon? Schauen wir mal nach. Also wirklich exklusiv. Mario Kart 8 Deluxe ist kein Exklusiv, das ist ein Port. Ey, was? NSMBU ist ein Port. DKC, TP. Beruhig dich mal, ich bin schon dabei. Sorry. So, da haben wir mal Odyssey. Klar. Auch ein geiles Spiel. Platoon 3? Ja. Animal Crossing? Stimmt, dieses Teufelswerk gibt's ja auch noch. Ja. Nintendo Labo Toy-Con 1. Oh mein Gott, der alter Labo. Was wollte Nintendo damit eigentlich? Ich weiß echt nicht, was. Keine Ahnung, Kreativität an Kindern oder sowas. Na, einfach nur na. Dün, dün. Ja. Tetris 99. Oh Gott. Ich finde. Ja, okay. Okay, ja. Mario & Rabbids Kingdom Battle? Jo, ist gut. Rabbids ist gut, ja. Wer auf Strategiespieler steht, das ist sicher nicht schlecht für den. Xenoblade Chronicles 3. Ja. Ja, ich meine, diese 5 Xenoblade-Fans wird schon gefallen. Arms? Oh, jo. Stimmt, Arms gab's auch mal. Oh, dann ist das vorbei, perfekt. Also, echt jetzt? Also, mir fallen jetzt noch. Sollen wir die Spurtspiele mit? Nicht, oder? Ja, schon. Okay, mir fallen. Also Ring Fit und. Ja, Ring Fit. Das ist halt nur eine Liste von den besten, ist da gestanden. Aber. Es gibt mehr Side-B-Waffen auf der ersten Seite. Okay, passt. Okay. Super Mario Party. Ist ein gutes Mario Party, doch der andere ist besser, der andere Teil. Ist wieder ein gutes Mario Party, noch der Blamage von Mario Party 10. Three Houses. Ja, Fire Emblem. Muss ich mal was soll man dazu sagen? Ja, Let's Go. Ja, Pokémon habe ich im Allgemeinen gesagt. Ja, Crafted World. Oh, jo, das Yoshi-Game. Auf das habe ich jetzt komplett vergessen. Obwohl Yoshi einer meiner Lieblingscharaktere ist. Snipperclips. Lol, stimmt. Das ist lustig. Snipperclips gab es sogar auch zwei Teile, wenn es mir jetzt nicht täuscht, gell? Ja, also da ist jetzt Snipperclips Plus Cut It Out Together. Ich weiß jetzt nicht, ob es der zweite Teil ist. Ja, nicht, aber mir ist noch, also Splatoon 2 und Xenoblade Chronicles 2. Die zwei sind da Exklusivtitel für die Switch gewesen. Maker 2. Oh lol, Maker, stimmt. Ich hab immer noch irgendwo den Level. Warum ist der Titel so lang? Ich hab immer noch ein Level von Daniel. Irgendwo in die Kommentare. Okay. Das wird jetzt lang dauern, diesen Titel zu sagen. Also hol dir mal was zum Trinken, geh aufs Klo, iss noch was, schlaf vorher noch, geh duschen und so. Was kommt jetzt, Alter? Cadence of Hyrule, Crypt of the Necrodancer, featuring The Legend of Zelda in Klammer Switch eShop. Das ist einfach der Titel. Das Game ist aber cool. Und eShop gibt's, es gibt's mittlerweile als Retail. Okay. Voll geil. Dann, Ultimate. Klar. Astral Chain. Oh Gott. Das
Keine Ahnung, der Trailer hat cool ausgeschaut. Ja, das war's aber wieder mit dem Positiven von dem Game. Link's Awakening. Ist halt aber auch nur, ist aber nur ein Remake. Ja, kann man Ist, aber es ist kaputt. Was für Awakening ist jetzt Mist. schwierig. Luigi's Mansion. Lol, stimmt. Komplett verdrängt. Es war drängt, auf Albträume gehabt, oder was? Na, komplett vergessen, dass das Game existiert. Ring Fit. Ja, haben wir schon gesagt. Sword and Shield. Ja. Tennis Aces. Stimmt. So, was mal dann noch? Good Job. Okay. Ah ja. Origami King. Oh. Ja. Da war ja was. Dann. Ah, All Stars. Ja gut, da ist so. Äußerst bin jetzt finde ich schwierig. Vor allem, weil dann. Ablehnt. Na, warte mal, jetzt überlegen Und wir. wir haben ja schon das nächste angeschaut. Ich muss hoffen, nur wieder lachen. Ja, warte mal. Aber überlegen wir uns einmal, Ostras. Ich sage einmal so, wenn du noch nie Galaxy Sunshine und 64 jemals gespielt hast, ist es Ja. gut. Okay, ja. Als Fans weiß ich nicht, muss das sein? Okay, das nächste ist wieder so etwas Lächerliches wie das mit den Cartoons, vergessen wie das heißt, Nintendo Labo. Aber Ja. es ist ähnlich, aber es ist kein Nintendo Labo, probier es zu erraten. Etwas Ähnliches, was aber Kalabo ist. War Aber es ist nicht so Switch allgemein, sondern schon zugehörig zu einem Franchise. Just Dance. No. Was? Ja, gibt's? Also ist das echt zum Pass? Oh Gott, one to switch. Hä? Na, One2Switch hat nichts mit Basteln so zum tun. Also es ist wirklich zum Basteln. Was in der Basteln das richtige Wort ist, aber so ähnlich? Keinen blassen Schimmer. Home Circuit. Boah. Schwierig. Dann Hyrule Schlaganfall. Ist ein Port. Wenn du jetzt Hyrule Warriors das normale Da Spiel. steht Age of Calamity. Das ist. Okay, das passt, ja. Das ist das Richtige, ja. Pac-Man 99, was? Ah, das habe ich ganz vergessen. Stimmt, das gab's ja auch mal. Fire Emblem Warrior. Fire Emblem Schlaganfall. Genau. Ah, komm da. Ja, ich glaube, Haya ist Three. der Das heißt Fire Emblem Warriors Three Hopes. Oh ja, Keine Ahnung, das ist ja nahe, ja. was sie mit ihren drei haben. Ja. Oh, stimmt, das hat es ja noch gegeben. Ich weiß nicht, ist Pokémon Snap einfach nur ein Remake? Oder ist es wirklich No. ein neues? New Pokémon Snap ist nice. Okay. Aber auf das habe ich jetzt halt komplett vergessen, ne? Bist du Deeplatt-Farmer? Ja. Ey, guck mal, aber. Okay, der Name ist zu lang. Famicom Detective Club. Ja, ist ein Famicom Remake. Ist ein Der Name ist Remake, wieder ja. 3 Kilometer lang. WarioWare. Stimmt. WarioWare, get it together. Ich habe nur das für ein DS. GameCube Advanced gespielt. Das ist richtig gut Game Boy gewesen. Advance. Nicht GameCube. Ja, den Game Boy. Ja, das ist richtig gut. Ich hab das für den Okay. DS gespielt. Smooth Moves. Na, mal Smooth Move ist das für die Wii. WarioWare Touch. Genau, das ist das für den DS gewesen. Das war cool. Ah, kann ich mir vorstellen mit dem Touchscreen, ja. Mario Party Superstars. Das ist, find ich, sehr gutes Mario Party. Klar, mit dieser Glücksfelder wurde ein bisschen übertrieben, aber trotzdem. Metroid Dread. Oh yo. Das Game ist geil. Shin Megami Tensei 5. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, was das ist, aber ich kann mich an dieses Spiel erinnern. Bei der Direct aus einem Grund. Ulti. Sie haben nämlich, na, sie haben den vierten Teil angekündigt Ja. und direkt danach den fünften Teil angekündigt. Lol, really? Kann mich gar nicht Ja, mehr aber erinnern. ich habe das so lustig gefunden, dass ich mir auch das da merkt habe. Ich habe keine Ahnung, was es in dem Spiel geht. Ich weiß einfach nur diesen Fakt. Das ist einfach, finde ich absolut lustig.
Ah ja, dann GameCube Legends Arceus. Das ist nicht einmal GameCube. Das ist N64. Das ist einfach Super Nintendo. Naja, bitte. Das ist fast zu gemein. Aber N64 passt. Forgotten Land. Oh. Ja, Ganz vergessen. da hab ich mich gestern aufgeregt. Vorgestern bei den Game Awards habe ich mich aufgeregt, aber ja. Dann Mario Strikers Battle League, bei dem nicht mal das Tor wackelt, wenn der Tor schießt. Leider. Obwohl es das in der, was war das, in der GameCube-Version oder so, halt schon getan hat. Und in der Absolut Wii-Version. herrlich. Battle League Football ist der dritte Teil. Ja, Live Alive, keine Ahnung. Das ist Super Nintendo Grafik. Also for real. Ist nicht einmal gemein gemeint. Oh, ich sehe das gerade, ja. Perfekt. Ja, ja, das war's. Ja, und dann haben wir noch. Da bin ich mir auch unschlüssig, aber ich würde sagen, das ist ein Remake. The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ja, das ist ein Remake. Schon, gell? Was soll es denn sonst sein? Ein Port. Ja, na, es ist. Es ist ein Remake. Es ist ein HD-Remake mit und dann auch noch die Steuerung. Ja, angepasst, das passt schon. Es ist ein Remake, So, ja. und es sind nur Exklusivtitel der Switch, gell? Ich habe jetzt immer noch den Tab offen, weil du vorher gesagt hast, ich soll es machen von Wii spielen. Ja, wir müssen aber die Part beenden. Also wir haben halt über Switch geredet. Und über den Browser von der Wii, der anscheinend viel zu heftig ist. Ja. Ja gut, Leute. Aber dann würde ich sagen, das war's wieder mit der Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Schaut bei Fluffix vorbei, der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Nächste Folge geht's weiter beim Ausbau von Fluffix seiner Cave und mit den Wii-Spielen. Wir kommen mal irgendwie nicht zu den Wii-Spielen. Bis dann, euer PlayTV. Servus.